Ich begrüße Sie bei heutigen Video. Ich habe die Entscheidung getroffen, auf Wunsch von mehreren Spielern. Die Thema Strategien, das war in Teil 1 Denktechnik, mit ein paar Beispielen zu zeigen, wie man sie anwendet in Schach, tägliche Schachleben von einem Fernschachspieler. Das sind fünf Beispiele, die einfach ganze Zeit basieren auf Strategien und diese beweisen einfach, wie wichtig ist, diese Thema und auch restliche Themen von Denktechnik zu beherrschen. Im ersten Bild sehen wir, dass Schwarz eine E5-Strategie spielt. Schwarzfeldrik, er hat Läuferpaar. Das bedeutet, eine offene Stellung ist für ihn immer interessant. Er hat einen Bauer auf A-Linie, der rückständige Bauer auf B2 macht. Aber dieser Bauer ist irgendwo ein Lockvogel, dass der Weiß Zeit verliert, dem zu erobern und in dieser Zeit will Schwarz angreifen, gegnerischen König. Wichtig ist auch zu sehen, dass Diagonale offen ist und das bedeutet, hier ist auch Aktivierung von Dame ganz schnell möglich. In dieser Stellung hat der Weiße schnell erkannt, und Diagonale verlassen. Und wenn wir jetzt umdrehen die Stellung und aus Seite den Weißen beurteilen. Weiße spielt auf zwei Strategien. Eine E4-Strategie, Weißfeldrik, und eine Schwarzfeldrik Strategie. Wir können klar erkennen, stärker ist die Weißfeldrik Strategie, die mehr gesicherten Raum gibt, was ist, sagen wir, Bedienung, dass man überhaupt in einer Partie gutes Spiel hat. Schwarz hat sich deswegen konzentriert und wird dieses Raum angreifen. Sein Plan ist, mit F5, H5 zu kommen und Druck auszuüben auf gegnerische Stellung und provozieren Schwächen. Oder H3 mit möglichen Opfern oder G3. Und er will beweisen, dass Türme von Weiß, die jetzt stark stehen, ausgerichtet gegen diesen Bauern, im Prinzip, wenn sie verlassen dieses Druck, was sie ausüben, nur Tempos verloren haben mit mehreren Zügen. In so eine Stellung zu kommen. Widmen wir uns wieder den Schwarzen. Es gibt ein paar Züge, die einfach nicht viel Erklärung brauchen. Schwarz versucht einfach provozieren, Schwächen. Der Weiß hat zu schnell reagiert auf diese Stellung. Er hat hier sich schon geschwächt. Er hat verlassen. Ein starkes Feld ist jetzt schwach und Schutz ist hier nicht mehr vorhanden. Die Dame ist zu viel wert, dass sie im Prinzip schützen kann, erfolgreich. Deswegen ist hier klar, es wird hier vorbereitet alles auf einen Gegenstoß. Und jetzt geht Weiß, statt dass er denkt um seine Verteidigung, und schwächt weiter Raum. Er meinte, dass er diesen starken Raum von Schwarz angreifen kann. Wird wahrscheinlich so einschlagen. Und jetzt kommt entscheidend, was jetzt der richtige Moment ist. Bauer kann nicht schlagen, weil Springer fällt. Jetzt ist auf einmal Schwarz in eine
verlorene Stellung. Jetzt kann Weiß öffnen Stellung, was ist für Läuferpaar, was wir klar auf schwarze Seite sehen, und schlechte Stellung von König mit nur einem Fluchtfeld. Ein schwieriges Unternehmen, diese Stellung noch zu halten. Einziger Zug im Prinzip. Und jetzt ist Zeit zu sehen, Turm auf B-Linie hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt kommen alle Figuren. Dame als Verteidiger von Raum und Beschützerin von König, das ist keine gute Lösung. Wir sehen, dass hier in dieser Stellung im Prinzip nur zwei Schwerfiguren König verteidigen und restliche Figuren stehen weg vom König. Und das heißt, jetzt ist die richtige Gefahr, dass der Weiße nicht lange das spielen wird. Für Anfang ist notwendig, die Stellung auseinanderzunehmen, unterminieren seinen Bauernschutz. Ohne Unterminieren vom Bauernschutz wird diese Stellung schwieriger zu realisieren. Mit Schlagen, jetzt ist wieder weiter notwendig zu öffnen die Stellung. Es drohen vielleicht starke Vorstöße. Es droht Schlagen auf F4 und das ist sehr gefährlich. Das ist einfach Utopie. Warum? Jetzt gehen die Tempos einen nach anderen und jetzt werden sich Türme positionieren auf richtiger Stellung. Läufer wird. Hier hat der Weiße kontrolliert dieses Feld. Und jetzt kommt die letzte Diagonale, die die Stellung kaputt macht. Er versucht mit D5 zu kommen. Läufer geht auf Diagonale und solche Manöver sind nicht vielversprechend, weil jetzt tausche ich und nach so einem Zug sehen wir eine Stellung, wo die Dame weiter verschlechtert wird, König werden alle Felder weggenommen, er hat kein Flugfeld. Und jetzt ist nur die Frage, wie man das realisiert. Auf einmal steht Schwarz von einer Drohung vom Matt. In so einem Zug ist jetzt nächster Zug Angriff auf Doppelangriff. Jetzt kann Läufer geschlagen werden und nach diesem Turmschlag ist die Partie materialtechnisch beendet. Wir resümieren, in dieser Stellung war hier schon Verlustzug, weil der Raum einfach geschwächt war. Und Raum von Schwarz war sehr stabil und trotzdem hat nicht beachtet, Weiße, dass er nichts ausrichten kann mit so einem Brechstangenversuch. Er kann einfach nichts ausrichten. Und der Raum fällt, und den Raum fällt um König wird Angriff von Schwarz sehr stark. Ich glaube, dass das erstes Beweis ist, wie Strategien entscheidende Rolle spielen überhaupt in einer Beurteilung von einer Stellung. Ich zeige jetzt, nächste vier Partien sind sehr wichtige Partien. Alle sind verbunden mit Robern von Großmeisternormen auf verschiedenen Turnieren und die letzte Weltpokalsieg. Und das ist schon ein bisschen Maßstab, wie wichtig ist, dass man die Strategien, Wissen anwendet in einer Fernschachpartie. So wird die Frage beantwortet, was bedeutet das für ein normales tägliches Ferngeschäft? Denktechnik ist extrem wichtig und die Strategie, verstehen Strategien und Träume. Wie sich meine gegnerische Figur bewegen, ist sehr, sehr wichtig.
In diesem Fall sehen wir, Weiß absichert mögliche Raumgewinne. Er will auf Damenflügel im Falle von einem Endspiel oder dann vielleicht nur als, sagen wir, Lockvogel, dass der Schwarz verliert Zeit und versucht, Bauer auf A-Linie zu erobern, genug gute Möglichkeiten haben auf Königsangriff. Und genau das passiert. Der Schwarze sieht nicht, dass er sich verteidigen muss. Einzig logischer Zug wäre, dass der Schwarze versucht, er spielt ein schwarzfeldiges Raum, ein E5-Strategie, und er muss schützen weitere schwarze Felder. Ohne dass diese Felder geschützt sind, wird er immer mehr Probleme haben. Nachteil ist, er kann nicht tauschen, weil dann kommt ein rückständiger Bauer auf die Linie. Dieser Springer kann vertrieben werden, Springer auf D5 wird ein ewiger Springer. So ist dieses Raum, weißfelderiges Raum von Weiß, mehr wert wie schwarzfeldriger Raum von Schwarz. Das wird sich in den nächsten paar Zügen zeigen, aber das wäre absolut einziger Zug. Schwarz vorbereitet einen Angriff und der Weiße entwickelt seine Figuren, verbessert. Er kann über D1 E1 ins Spiel kommen, er kann Damenflügel unterstützen. Sehr wichtiger Zug. König geht oder will er Turm wieder zurück auf G-Linie spielen oder will er raus aus Diagonale hier rausgehen? Ich weiß nicht. Der Zug ist mir jetzt in dieser Stellung ist notwendig, aktiv zu spielen, um Raum, seinen Raum zu kämpfen, vielleicht neutralisieren. Eine Idee wäre irgendwie zu kommen zu einem Ausgleich. Aber das wird nicht funktionieren so einfach. Der Weiße hat sich entschieden, unterstützen einfach seine Strategie. Idee ist, wenn er tauscht, wird Turm sowieso auf A2 gehen sollen und dann wird er Feld D5 absolut erobern. Mit C3 wieder hier diese einzig starke Figur von Schwarz weiter zurückdrängen. Und mit A6, ganz interessantes Zug, er darf nicht nehmen, weil ich schlage auf E6 Läufer. Er hat sich so entschieden und genau auf Manöver, wie ich schon geplant habe, hineingefallen. Jetzt kommt Angriff auf gegnerischen Raum. Seine weiße, feldrige Figuren sind nicht mehr vorhanden. Er hat sich mit diesem Rückzug einfach eine weißfeldrige Bedrohung von weißen Feldern zurückgezogen und dieser Springer ist sehr gut im Griff von Springer E3 und einfach so. Mit Schlagen auf F4 kommt weitere Figur gegen gegnerische König, das ist Turm. Und im Falle, wo sich mein Gegner entschieden hat, Bauern zu nehmen, passiert Folgendes. Jetzt geht alles über weiße Felder. Es ist aber auch logisch. Der Gegner hat keinen weißfeldigen Läufer. Er hat weit von eigenen König Springer und er wird Zeit verlieren, viel, viel Zeit. Und in dieser Zeit kann Weiß einfach seinen Angriff vorbereiten. Es ist die Möglichkeit von Abtausch absolut gut, aber in dieser Stellung schwarzen Läufer zu tauschen, ist fraglich. Warum? Nächste Opfer. Weiß Opfer zweiten Bauer, nur dass der Gegner Zeit verliert. Und jetzt kommt nächste aktive Figur
Und das ist schon sehr, sehr gefährlich. Er versucht sich so zu verteidigen. Turm geht zurück, er muss auf Königsflügel. Und hier sind mehrere Züge. Ich, nach meiner Überzeugung, wäre hier besser, Bauer auf F7 freiwillig zu geben und mit mehreren Abtausche, aber besonders wichtig ist Abtausch von Springer auf D5, seinen Raum ein bisschen zu entlasten. Aber der Gegner hat sich entschieden, aktiv zu spielen. Er will unbedingt Material halten. Er hat zwei Bauern mehr und er hat sich entschieden, lieber Qualität zu geben. Raum eigenes will ich absichern, dass mir nicht passiert, dass vielleicht hier Bauer kommt unter Druck und ich verliere ganze Kette. Deswegen ist mir wichtiger, schwarze Felder kontrollieren, Einzug verlieren, der Angriff läuft nicht weg. Der Zug ist ein Lockvogelzug. Er gibt Qualität aus einem Grund, dass er mit Springer und zwei Bauern eine ganz interessante Festung baut. Jetzt musste ich nachdenken, wie gehe ich vor? Er spielt auf Remis, ich muss Druck ausüben und das ist so wichtig, dass man hier Klärung sucht, erstmal auf Damenflügel, bevor man Königsflügel, vielleicht irgendwo ein Opfer oder Druck ausübt. Und jetzt kommt dieses Moment, wo man hier klar sieht, der Gegner hat versucht, mit Springer und zwei Bauern noch auf Sieg zu spielen, weil sonst hätte er gesehen, einzig logischer Zug, dass er dieses Teil vom Brett räumt und jetzt in diesem Teil vom Brett auf Königsflügel versucht, sich aufzubauen und alles um König, das kann schwarz steht besser, aber so einfach ist das nicht zu gewinnen. Das bedeutet, hätte hier erkannt, schwarz, dass nur Verteidigung trotz zwei Bauern mehr für Springer und Springer gegen Turm. Jetzt ist die Situation ganz anders, weil er spielt mit diesem Zug klar auf Sieg, aber er schwächt seinen Raum. Sein Raum ist jetzt schwach und ich werde aktiv mit Türmen eindringen, weil er kann nicht mehr verhindern, Manöver G2, G4 und G4, G5. Mit Zwischenzug passiert nichts und jetzt ist sein Springer weg vom König. Und das Problem ist, mit diesen Zügen entscheidet sich jetzt dasselbe, nur jetzt wird Weiß nicht nehmen, sondern er macht weiteren Druck. Er spielt auf Matt. Ein Zwischenzug verbessert nur noch weiße Stellung. Jetzt ist wieder geschwächt die H-Linie. Und jetzt, nach so einem Zug, ist wieder Eindringen von weißen Türmen nicht zu verhindern. Er probiert noch Grundreihe noch zu retten, aber jetzt ist eine Stellung entstanden, wo man einfach weiß tauscht und nach diesem Zug ist die Partie entschieden. Hier ist eine interessante Frage, wenn man so stellt. Am besten ist, sich diese Stellung im Video anzusehen, auf Brett zu stellen und Stockfisch 13 wahrscheinlich oder Komodo oder irgendein Engine anschmeißen und sich fragen, wie viel ist das? Ist das 2 Punkte, ist das 3, ist 5 oder ist 7? Und dann wird man staunen, wie die Engines hier nach längerer Zeit sehen, dass diese Konstellation trotz Freibauer und so weiter wegen extrem schlechter Stellung von König Schwarzen, sein Raum vor dem König, um den König ist total schwach. Und deswegen ist das ein klassisches Beispiel, wo man sagen kann, wieder hat Wissen über Räume und ausnutzen mit Hilfe von
Ideen, die um Strategien sich binden, und war möglich, Engine so zu leiten, dass er auf Ende auch erkannt hat, dass die Weicherstellung absolut besser ist, trotz schlechterem Material. Ich kann hier noch erwähnen, wo dieses Zug ist. Hier ist wahrscheinlich Möglichkeit, sich besser zu entscheiden, um diese Stellung und zu kämpfen um weitere Räumlichkeiten. Aber optisch ist zu sehen, es wird schwierig, hier Dame zu entwickeln. Druck wird trotzdem entstehen. Mit einem solchen Manöver und dann zweite Manöver von hinten. Es hat, Weiß hat Zeit. Er kann genauso mit G4 und G5 kommen. Aber es ist nicht klar, ob diese Stellung doch nicht besser ist. Dieses Opfertrick war auch ein bisschen Schwächung von eigener Stellung, weil der Weiße hat klar gesehen, dass er Räume beherrscht, dass die Strategie von Schwarz trotzdem nicht so stabil ist, wie sie optisch aussieht, und die Entscheidung war vielleicht doch nicht die beste. Ich hätte persönlich mit Turm F8 probiert. Gehen wir im nächsten Beispiel. In dieser Partie ist hier folgendes, das ist eine klassische Eröffnung. Weiße hat sich entschieden, in dieser Stellung alles zu setzen auf schwarze Felder und Entwicklung. Er will trotz Abtausch von weißen Feldern, er will einfach schwarze Felder kontrollieren. Was ihm gelingt, und jetzt ist Folgendes passiert. Der Schwarze will eine Initiative, die im Prinzip nur eine fiktive Initiative ist. Das ist überhaupt keine echte Initiative, weil König im Zentrum ist und nichts passiert. Jetzt geht König in Rochade. Und wir sehen jetzt einfach eine ganz interessante Situation. Weiß spielt als Hauptstrategie eine schwarzfeldrige Strategie. Was sagt das? Dieser Bauer entscheidet, dass das die Hauptstrategie ist. Wenn auch dieser Springer eine E4-Strategie ankündigt. Dieser Springer sagt, ja, wenn wir brauchen, werden wir eine E4-Strategie spielen. Aber das ist die Schwäche. Und Problem ist, er hat keine Zeit anzugreifen, meinen König, und ich marschiere, was ist notwendig. Und übergehe dann wieder in E4-Strategie, und wenn das der richtige Weg ist, haben wir dann wahrscheinlich einen Vorteil. Was ist passiert? Wie angekündigt, ein Angriff, Dame umdisponieren, eine Fesselung von Springern schlagen und jetzt Raum. Und jetzt wieder Weißfelderig. So ist Plan einfach zerstören, Bauernstruktur von Gegnern. Diese Batterie, die spielt Richtung mein König, ist nicht so stark. Der Zug ist interessant, weil jetzt kommt wieder ins Spiel Läufer. Er verlässt diese Diagonale, aber er fesselt Springer. Und damit ist jetzt schon ein klares Plan. Und jetzt sehen wir einen groben Fehler. Jetzt ist Schwarz ausgerichtet komplett
auf schwarze Felder weiß hat ein klares Vorteil. Er hat gehofft, dass er mit diesem Zug einen, sagen wir, starken Angriff oder Raumgewinn kriegt. Und jetzt ist er in Gefahr. Was passiert jetzt? Zurücknehmen ist keine Option, weil ich einfach mit Turm haue und es wird sehr unangenehm. Einfach, dass ich demonstriere und dann hier und dann wird sehr unangenehm. Das bedeutet, wenn er jetzt, was er macht, so spät, dann ist die ganze Geschichte von diesen Springern nicht viel wert. Warum? Weil jetzt kommt ein sehr starkes Vorposten. Er ärgert einfach die ganze Situation. Er kostet Material. Meine Richtung war hier, wenn er Turm geben muss und so starke Türme um sein König, dem niemand schützt, habe ich Vorteil. Er versucht dann mit folgenden Manöver und jetzt kommt König weg. Das ist kein Schach kommen. Das ist kein Schach auf D2 kommt, kein Schach irgendwo oder irgendetwas. Er schlägt, A schlägt und A5. Das ist einfach Brechstange. Er versucht mit Gewalt, brachiale Gewalt was zu tun. Aber das ist sehr schnell, kommt zu Ende. Jetzt kommt weiße Dame von anderer Seite. Turm verbessert sich und vorbei. Warum vorbei? Ganz einfach, man will einen Freibauer bilden. Naja, wenn man so sieht, ist Abtausch hier klar. Und was passiert jetzt? Ich negiere einfach Drohung. Ich halte Turm, dass er meinen Bauer schützt und drohe Material wegzunehmen. Jetzt absichere ich meinen Raum um seinen König, dass ich für Mattangriffe nutzen kann. Und das ist der nächste grobe Fehler. Klar wird hier nicht geschlagen, sondern es wird weiter sein Raum angegriffen. Meine schwarzen Bauern sind sehr viel wert, weil sie so weit in Nähe von König schwarze Felder kontrollieren. Wenn sein Haarbauer läuft, ist er schwach. Wenn er nicht läuft, ist er keine Gefahr. So einfach mit einer Idee hier anzugreifen, da kommt nicht weit. Schwarze Felder, weitere Druck, aber jetzt nehme ich weg. Er nimmt auch weg, aber das kostet ihm viel, weil jetzt läuft schon der B-Bauer. Der will weiterlaufen, Dame verbessern, auf schwarze Felder, wieder kann er nicht nehmen, er hat keine Zeit, weil das kommt jetzt zu einer nächsten schwierigen Situation. Turm ist gefesselt, bei Damentausch fehlt Material, seine Bauern können sich nicht bewegen, er muss raus aus irgendeinem Schach gehen und schon läuft Bauer. Das ist ein Trick, ganz einfaches, er muss gehen zurück, jetzt kommt ein schönes Manöver und wieder so und wieder Raum. Mein König ist abgesichert, Drohungen sind vorhanden, Turm ist gebunden und jetzt ist fast schon möglich, ganz einfaches Manöver Dame verbessern. Er muss zurückgehen, dass er versucht, was zu gewinnen, ein Zwischenschlag und jetzt zu nehmen. Jetzt ist die Gefahr da, dass er einfach gierig wird. Aber er hat sich hier entschieden, aufzugeben. Hier ist wieder so eine Frage. Was passiert, wenn er auf C3 nimmt? Was passiert, wie viel sagen die Engines und wie beurteilen wir diese Stellung?
Das ist so eine interessante Frage. Aber das können Sie sich einfach aus Wiederstellung einstellen und Engine einschalten und dann haben Sie ein bisschen Spaß. Wieder, wenn wir resümieren, wenn wir gehen auf Anfang, ist hier klar, Weiß hat viel schwächeres eigenes Raum wie der Schwarz, nur der schwarze Raum ist anfällig, von mehreren Seiten wird er attackiert. Und wenn er rockiert, was hat er getan, werden weiße Bauern angreifen. Deswegen war Plan mit B3 Läufer B2 schon ausgerichtet Richtung gegnerische potenzielle Rochade. Und mit großer Rochade wird Turm ins Spiel gebracht. Turm bleibt auf H-Linie, das er unterstützt. Ein ganz einfaches Plan, weil man richtig erkennt, dass der weißfeldrige Raum von Schwarz nichts wert ist. Er steht da, aber ich kann ihm umgehen und das ist bei solchen Stellungen extrem wichtig. Nächste Partie ist aus brasilianischem Turnier. Wo haben wir Sischer Gerhard aus Leipzig und ich haben wir gespielt als Vertreter vom BDF. Wenn man sich diese Stellung ansieht und richtige Farbe dreht, sieht man, der Schwarze hat ganz klar, man erkennt Karo Kann gespielt, hat sich entschieden zu rokieren auf sehr schnelle Art, Weiß hat verzögert Rochade. Und in dieser Situation sehen wir wieder dasselbe wie vorher. Schwarz besitzt eine starke Strategie, D5, weißwillige Strategie, aber er hat einen schlechten Läufer, strategischen, der schlecht steht. Weißer strategischer Läufer ist viel besser. Er ist auch Diagonale, schützt Bauer und schützt auch D5 Raum. Dagegen, gegen diesen D5 Raum von weiß feldrigen schwarzen Raum steht ein schwarzfeldriger weißer Raum. Extrem wichtig ist dieser Bauer. Extrem wichtig ist dieser Bauer, weil er wird vorstoßen und weiter schwächen den Raum, der wird hier schwächen, weil Gegner kann nicht schlagen oder schlage ich, er muss vorstoßen. Und dann sind Felder G7, F6, alle Felder sind schwach. Und da kommt wieder diese wichtige Behauptung von mir, wenn man die Räume richtig beurteilt, wenn man sich das zusammenreimt, kann man sehr viel Engine helfen, dass er zu Vorteil kommt. So, wir gucken uns, was passiert hier. Hier ist mir wert, Bauer zu geben, nur dass ich weißen Läufer behalte. Das ist mein Angriffsläufer. Angriffsläufer ist immer dieser Läufer, welches andere Farbe wie meine Strategie. Wie komme ich drauf, dass das weiß ist? Weil der Gegner hat einen weißen strategischen Raum. Was ist noch zu erkennen? Gegner, Raum um Gegner ist auch weißfeldrig. Und für schwarzfeldrige Angriff benutze ich Bauer E5, wie ich angekündigt habe, und Bauer H5, wenn er vorstoßt nach vorne. Das Schöne ist, er hat kein Zeit H6 zu spielen. Wenn er H6 spielt, kommt G3 und Springer ist weg. Deswegen ist nächster Zug oder auf G2 zu nehmen, was verliert Material sehr schnell die Partie, oder auf diese Art Springer zu retten. Und jetzt habe ich erst abgesichert. Schwäche unkennig. Und jetzt war mir klar, dass ich
einen Mattangriff nicht ausüben kann. Ich habe erkannt rechtzeitig, dass hier mit diesem Manöver immer droht und dann ist das ein sehr starker Bauer. Aber das ist nur eine Drohung. Ich musste mich orientieren auf Damenflügel. Und hier kommen wir zur Entscheidung. Dame D3, Weißfederig. Ich muss Weißfederig Druck ausüben. Ohne das wird nicht funktionieren. Ich muss angreifen. Ich muss auch umgruppieren, dass wenn ich Dame versperre und entwickle Springer, egal wohin oder so hin, auf dieses Feld oder hier, die Dame hat jetzt super Position und entscheidende Möglichkeiten. Und jetzt Angriff auf meinen Raum ist klar, er muss was tun, sonst wird er langsam komplett zurück. Ich rogiere aus einfachem Grund, Turm hat auf H-Linie nichts mehr zu suchen, der wird auf Damenflügel gebraucht. Und jetzt wäre falsch, abtauschen weiter. Jetzt ist richtig, abwarten. Und nächster Zug ist Entwicklungszug, wichtiger Entwicklungszug. Es vorbereitet diesen Manöver oder hier oder irgendwann hier hinein. Wichtig ist jetzt zu verstehen, Dame muss weiter versuchen, Druck auszuüben auf C-Linie. Und jetzt habe ich erkannt, richtige Plan. Hier war nur eine Frage für mich. Soll ich diesen Bauern opfern ohne Tempo oder mit Tempo? Ich habe mich entschieden für Tempo. Warum ist das schwächer? Ganz einfach, weil nach diesem Abtausch und diesem Zug Läufer aktiv in Geschehen kommt, er verteidigt schwarze Felder, er verteidigt sehr gut seine Schwäche auf D6, was mir absolut alle Chancen auf großen, großen Vorteil nimmt. Ich konnte noch versuchen, aber das ist falsch. Richtig ist anders. Er muss Tempos verlieren. Er muss Bauern nehmen, weil sonst ist wieder sein Material weg. Jetzt abtausche ich und jetzt komme ich mit Tempo und kontrolliere Feld C5. Deswegen hat er sich gleich entschieden, zurück zu opfern, Bauern. Aber jetzt ist Folgendes. Jetzt kontrolliere ich wieder, dass ich weißfeldrige schwarze Läufer nicht mehr entwickeln kann. Er versucht mit Gewalt das zu erreichen. Springer kommt hinein. Und jetzt tauschen. Ja klar, weiße Felder tauschen. Und wieder schwarzfeldrig angreifen. Die Idee ist, einfach weiter angreifen. Jetzt auf einmal ist die Idee auch, dass der König irgendwie in Matt steht. Wenn Turm kann nicht machen, was er will. Und jetzt, oder, naja, es hat gedroht, schlagen hier, er schlägt und mit Springer auf F6. Naja. Er geht zurück, er hält die Stellung, aber mein Druck ist immer größer. König in Sicherheit, dass ich keine Schachs oder Entlastung habe. So ist auch, wenn notwendig, Bauer auf F-Linie frei. Er versucht sich jetzt konsolidieren. Und das wird nicht funktionieren. Er muss versuchen, einfach Ruhe irgendwo in seine Stellung bringen. Wenn der Bauer fällt hier, ist die ganze Strategie kaputt. Das bedeutet, er muss Bauer halten, deswegen dieser Zug. Und jetzt ist interessant, dieser Zug. Hier ist ein bisschen
Spaß habe ich mir erlaubt, Stockfisch 13 einzuschalten. Und wir sehen hier, dass die beste Beurteilung liegt bei ungefähr 4 Punkten, 3, 25 bis 4 Punkte. Und deswegen hat der Gegner hier aufgegeben. Trotz Bauer weniger ist die schwarze Stellung komplett verloren, weil die weiße, beide weiße Springer und Läufer sind aktiv. Springer auf D5 ist optisch aktiv, aber hat keine gute Felder. Er droht nichts, er macht nichts, alles, was Richtung König ist, ist unter Kontrolle. Ganze Zeit ist gefesselt auf Verteidigung von Läufer. Wenn sich Läufer bewegt, fällt Bauer und dann fällt die ganze Strategie. Ein Problem von König ist, wie ich erwähnt habe, dieser Bauer. Wenn er verlässt, kommt Springer G5 und Bauer ist weg. So war die Entscheidung schon korrekt, dass hier die Aufgabe kommt. Und die letzte Partie ist auch ein Produkt von Denktechnik. Das ist eine Partie, wo spielt mit weißen Figuren sehr erfolgreich Matthias Gleichmann. Und Schwarze ist viele internationale Meister Niko Prasnik. In dieser Stellung ist klar, der Weiße hat definiert seine Pläne. Er hat gesagt, eine E4-Strategie ist für mich extrem wichtig. Errichtung F5, Kontrollzone, Kontrollzone H7 und auch innere Kontrollzone F7. Machen wir das rot, das sieht besser aus. So. In Richtung Endspiel spielt hat keine, wenn auch Möglichkeit hat er, aber er hat keinen Plan. Er hat aber in Reserve eine sehr wichtige Option, noch eine schwarzfeldrige Strategie zu spielen. Das ist eine Figurenstrategie, im Moment noch Schwäche, aber wenn der Schwarze irgendwie schafft, weißfeldrige Strategie unter Kontrolle zu bringen. Von Weiß wird Schwarz in schwarzfeldrige Strategie, wird Weiß in schwarzfeldrige umwandeln. Was bedeutet das? Zweite Option für Zukunft bleibt, aber es wird alles im Moment Richtung König gesetzt. Hier sehen wir ein klassisches Fehler. Nachschachspieler wird in so einer Stellung immer Öffnerstellung, eine offene Diagonale ausnutzen und das ist ein klassischer Fehler in einer Fernschachpartie. Damit schwächt er sein schwarzfeldiges Raum, weil er überhaupt keine Kontrolle hat über Feld D4, was er sich erhofft hat. Wenn Bauer da steht, hat Weiß kein Angriff, das ist eine klare Schwäche, diese D4-Strategie. Schwäche ist, warum? Weil hier auf meinen Spitz Gegner so starkes Einfluss hat. Mein Raum ist nichts wert. Oder eine Schwäche. Nach diesem Zug haben wir folgende Situation. Wie ich schon gestern gesagt habe, gestern am Freitag, es kann kein Springer hinein von ihm, es kann kein Springer von mir. Raum ist jetzt nur noch neutral. Aus einer Schwäche ist das jetzt ein Niemandsland.
So hat er mit einem Abtausch von Bauern Schwarz dieses Raum von mir gestärkt. Gestärkt, weil aus einer Schwäche hat er gemacht ein neutrales Raum. Und das ist Anfang von Ende. Zweiter Teil ist, statt dass er sich versucht zu verteidigen, sein E5 Raum, verliert er Zeit mit Gedanken, dass er angreift. Klassisches Fehler von einem Nachschachspieler und Wortspieler. Deswegen habe ich Ihnen einfach auch gesagt, dass das ein Nachschachspieler ist. Das ist wichtig zu wissen. Jetzt ein paar Züge später, er versucht anzugreifen, aber der weiße Angriff auf schwarze Strategie ist ganz gezielt geplant. Und jetzt absichert er erst einen Vorpostenplatz auf D5, weil er diesen Springer positioniert. Dieses Vorpostenplatz ist nicht ganz einfach Vorpostenplatz. Das ist zusätzlich, wenn dahin Bauer kommt, ist zusätzlich noch ein gedeckter Freibauer für Endspiel. Wenn schief läuft und der Angriff kommt nicht durch. Extrem interessant ist Koordination von Figuren. Hier ist ein wichtiger Druck. Hier ist nächstes Druck. Das ist zu erkennen. Angriff auf diese Felder von Springer und Angriff von Springer und mit so einem Manöver Angriff auf Bauer. Das alles hat einen Sinn erst nach nächsten Zug und das ist G5. Jetzt ist strategisch verloren der schwarze Raum. Weiß hat ihn auseinandergenommen. Er versucht das zu reparieren und erwartet jetzt Schlagen mit Bauer und hofft auf Gegenspiel auf H-Linie. Und jetzt kommt Springeropfer. Springeropfer ist zur Vernichtung von Raum. Und jetzt kommt Bauer und eine Überdeckung von H-Linie. Warum? Jetzt kann er nicht gehen mit König irgendwo hin. Er muss Turm versperren. Und jetzt haben wir erreicht, dass der Raum, ohne dass wir Zug machen, abgesichert ist um weißen König. Jetzt wollen wir einfach weiter Druck machen. Vernichten weitere Figuren um König, Bauern, Springer mit Tempo. Mit dieser Idee hat er gespielt. Und jetzt Zwischenzug. Jetzt auf einmal werden weiße Felder um König komplett schlecht und er wird auf H-Linie ein Problem haben. Und jetzt ist Zeit, ganz einfach mit Tempo einen Freibauer zu bilden, langfristiges Vorteil. Er muss einfach Material geben. Jetzt ist die Frage, hier, man spielt erst schwarzfeldriges Angriff auf gegnerischen Raum weiter oder man spielt vernichtet Verteidiger von schwarzen Feldern. Er darf nicht nehmen, weil dann ist die Partie vorbei. Das bedeutet, jetzt, er versucht mit Tempo sich zu verteidigen. Jetzt weiter, wie wir gesagt haben, jetzt ist Zugumstellung. Er versucht jetzt nächsten Verteidiger zu bringen. Und Läufer behalten wir. Man weiß nicht, warum man braucht. Und Springer nimmt man einfach nicht. Wichtiger ist, seinen schwarzen Raum zu vernichten. Es ist nur noch ein Bauer, der ein bisschen Raum konsolidiert und der Rest ist alles schon weg. Und jetzt werden wir im Prinzip mit dieser Partie antworten in Forum Frage, warum
sollte die Denkmethode oder die Strategien dienen täglichen Fernschau. Sie dienen einfach, dass man richtige Züge macht und hier und da nicht nur Enginezug, sondern vielleicht mit Logik angreift. Deswegen ist diese Methode, Denkmethode sehr wichtig. König G7, logischer Zug. Jetzt muss Dame helfen, schwarze Felder, eine nächste Diagonalfigur. Turm schlägt, Läufer. Jetzt ist schon wieder klar, es funktioniert nicht mit Springer zu schlagen. Warum nicht? Aus einfachem Grund, weil man dann mit Dame kommt und der schwarze Raum ist weg. Besser zurück, aber jetzt wird wieder König gelockt ins Spiel. Und jetzt nehmen wir Springer, Dame zurück und König E2 mit diesem Manöver. Der Materialstand ist gleich, aber wenn wir jetzt ein Engine anschmeißen, muss der ungefähr zwischen 3 und 5 Punkte schon vorder sein. Und das ist, Weiß hat ein starkes E4-Raum, den wir hier erkennen, einen starken Fall, und er hat komplett übernommen schwarzen E5-Raum. Absolute Kontrolle, und das ist Problem. Wenn er sich auch versucht zu stärken mit so etwas, jetzt kommt wieder alles, jetzt muss er sich versuchen zu verstecken, und jetzt kommt nächster Zug, schwarzfeldrig. Die Dame muss schwarzfeldrig aktiv sein. Engine haben ernstes Problem, diesen Zug zu finden. Und jetzt in fast einen kleinen Zugzwang spielt Schwarzläufer EA. Turm aktiviert sich bis zum Maximum. Und jetzt wieder Dame über schwarze Felder. Jetzt versucht er dazwischen, Abtausch schwächen, Druck auszuüben. Schön mit Tempo Bauer nehmen, Dame droht. Schach. Jetzt spielt Musser mit Tempozug. Und jetzt ein grandioses Zug. Über A4 kommt der Todesschlag. Hier hat auch Gegner von Matthias erkannt, dass es hat keinen Sinn, weil hier bei 5 bis 7 Punkten Vorteil. Man kann nicht glauben, bei gleichem Material auf Brett, ich weiß nicht, 7 Punkte, glaube ich, ist Unterschied. Weil Turm fällt, Material fällt oder vielleicht Dame auch fällt. Und dann ist das vorbei. Egal was spielt, der Schwarze ist verloren. Ich hoffe, dass ich gedient habe, dass ich ein bisschen erklärt habe mit praktischen Beispielen, wie man Räume, Strategien ausnutzt. Ich habe ein paar Worte schon über Kontrollzonen. Das sind Zonen, in welche wir sich nähern, gegnerischen König. Oder das sind Zonen, wo wir versuchen, über Kontrolle auch Material zu gewinnen. Alles hat farblich ein Anklang, bedeutet, wenn wir ein weißes Raum haben, weiße Strategie, werden wir bauen auf weiße Felder. Wenn wir haben schwarze Strategie auf schwarze Felder. Und wir haben hier gesehen, in diesem Beispiel, wenn wir hier in eine Stellung zurückgehen, in dieser Stellung sehen wir klar, Schwarze hat komplett seinen Raum verloren. König ist in Mitte vom Brett, hat keinen Schutz, kein sicheres Platz. Und das ist Resümee von heute. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal.